Pete Lauge, willkommen bei Biber. Ich bin Biber. Ja, in diesem Video will ich euch erzählen gegen Biber, früher gegen Heuge. Ja, das war eine sehr, sehr harte Zeit. Ja, bevor wir richtig anfangen, erklärt euch, wie das Ganze abläuft. Es soll so ablaufen, da ich gegen euch Dinge sage über YouTube, über meinen alten Kanal und über meinen neuen Kanal. Ja, ich schreibe wieder Kalil, ja, und da werden wir heute vergleichen gegen heute und gegen früher, ja. Deswegen will ich mich nicht rumlabern, sondern wir legen jetzt direkt los. So, gehen wir mal auf YouTube. Ich heiße auf YouTube, also ich war meinem alten Kanal. Früher hieß ich gegen TV5A5. Aber das Blöde war, ich habe den Namen geändert, weil ich gegen TV5A5 ein Partnerstück hin, ja. Und dann habe ich eben entschlossen, Biber heißen. Am besten fangen wir mal mit dem Früher an, weil da kann man besser eindeuten. So, gehen wir mal ein, die Pfeifen auf 5. So. Zack. So, hier haben wir das Ganze. Da haben wir das Ganze. So heißt früher. Ja. Das suchen wir mal an meinen ganz, ganz alten Videos. Ja. Auf meinem alten Kanal, ja, habe ich 93 Abonnenten und 5 Videos hochgeladen. Ja. Und meinem ganz alten Kanal war damals, da ich mich so bekannt war, ja. Und deswegen habe ich mir entschlossen, bei anderen eingegeben, sondern ich gehe mit meinem Namen ein, weil die Zeit euch lieber mit, weil zum bin ich überfordert. So. Ja, die Mama sei ich euch nicht, weil ich gehe auf den Gartenschutz halt. Und deswegen zeigt euch lieber mit. Ich glaube, habt ihr was? Nee, gebaut Mac. Ja, ihr müsst es suchen, Leute. Ja, das war. Ja, das war mein alten Kalim. Ja, in dem Kalam, ich hatte. Da war immer Anfänger, da war immer in der Ausbildung. Ja. Und da habe ich ein Abonnement gehabt, ja. Und heute will ich euch das Video zeigen, da ist mein BMX-Rad. Tja, gucken wir mal an. So, hier haben wir das Ganze. Ja. Hier war ich, da war damals, da ich in Altenwohnung gewohnt habe, aber da sind wir umgezogen, weil, ja, bisschen, ja, gesagt, euch lieber mit. Da war damals, da ich mich so wie bekannt war, ja, da war ich Anfänger, und deswegen will ich euch heute mit euch auch regieren. Ja, da war damals, da ich ein Kind war, ich glaube, ich war da 13, 10 Jahre alt war ich da, ja. Und da habe ich die Stimme mit so U im Mikrofon gehabt, ja, weil ich habe da immer mit einem dümmigen Handy gefilmt, ja.
glaube, 6 Euro gekostet, glaube ich, auch voll egal. Ja, da habe ich mich entschlossen, hier zu bewerben. Ja, ich habe damals meinen Job gehabt. Ja, und da habe ich dann gesagt, nee, die wollen mit mir machen. Dann habe ich mich entschlossen, hier zu bewerben. Ja. Weil da war damals mich so bekannt war und da habe ich aus mich so wie verging auch, ja. Und da war ich auch in der Ausbildung und da habe ich mit U die Kamera in der Hand halten können, ja. Aber das Virus, was ich heute gemacht habe, ist besser als heute, ne? Weil diesen Salat, was ich jetzt habe, so ihr jetzt zeigt, finde ich einfach schöner als diesen Salat hier. Weil das war nicht so toll, ne? Ja, da war damals auch, da ich auch mit Biestern angefangen habe, also früher, da war ich in der Schüttelstraße gewohnt habe, Schüttelstraße halt die Straße, ja, und da habe ich dann mit Biestern angefangen, ja, und irgendwann bin ich dann rausgekommen, irgendwann mit Caps, und dann irgendwann mit Musik, ja, weil irgendwann mit Gitarre machen, ja. Und dann bin ich auch ganz zugekommen, wie so Biochem, ja. Sobald ich wie Tim Destio, wie die Pentos, ja. Also, ich wollte es so machen, wie ein bekannter Hüsebau machen, ne. Ich habe dann so getan, als wäre ich dann ein bekannter Hüsebau, ja. Und deswegen finde ich es ganz toll, wenn ich weiter mit YouTube mache. Weil mit YouTube finde ich es einfach traumhaft, ja. Ich hoffe, ich mache weiter mit YouTube, weil egal was die anderen sagen, ist sie gar gut, ja. Weil sonst ist halt mein Ding weg, ne. Weil so verdiene ich mein Geld, weil ich muss ja weiter mein Geld verdienen, ja. Um halt habe ich entschlossen, diese Button werben. Jetzt gehen wir mal auf meinen neuen Kanal, ja. Aber bevor will ich euch zeigen, wie alt das Video ist. Ich muss die Frage. Das Video ist seit. Also, ich habe das Video am 5.4.2017 gekriegt. Jetzt kriegt mir mal aus, das war vor 15 Jahren war ich so ungefähr, oder 7 Jahren, ja. So, jetzt gehen wir mal zurück und gucken mal auf meinen ganz neuen Kanal. Also vor 4 Jahren war ich, boah. Jetzt kriegt mir das Ganze mal aus. Dann mache ich zeig. So, ah, ja, Müsubsom. Boah. Ja. Aber ist ja voll egal, weil mit jeder wissen. Jetzt gehen wir mal auf meinen neuen Kanal. Ja. Und hier ist mein ganz neuer Kanal. Jetzt gucken wir mal, wo mein ganz neuer Kanal ist. Und beziehungsweise mein ganz neuer Bio ist. Also das neueste Video, was ich gesehen habe, war gegangen. Ja. So, ja, gut ist es. Also das neueste Video, was ich gesehen habe, ist so sehe ich ohne Cap aus. Ja. Piet Löcke, willkommen bei Biber, ich bin Pika. Ja. Auf dem Kanal habe ich 29 Abonnenten, ja, und ich rede pro Video, ja,
ich mehrere 20 Aufrufe. Ja. Gestern ja im Sam, weil ich ja alle geredet habe mit Gestern und die anderen Videos. Ja, sind ja insgesamt über 6000 Aufrufe. Boah, ist ganz schön arg, ey. Aber ich wollte bei euch nochmal ganz kurz sagen, ja, weil ohne euch habe ich es nicht geschafft, weil guck, ich konnte Geld leisten, ja, weil ohne Geld habe ich es nicht geschafft. So, aber ich laber mich dann noch rum, sondern ich gucke mal die Bio mal an. Ja. Eigentlich wollte wir ein Meet machen, aber viele wollen wissen, wie es ohne Cap aussieht. Ja, ich wollte wir seit langer Zeit machen, Ja, diese Video, was ich da gestern gemacht habe, wollte ich über 3 Jahre machen. Eigentlich wollte ich vor 3 Jahren machen, aber da habe ich ja ungeplant, da ich dann diese Video, das ist das Thema 7 Jahre, ja. Und vor 3 Jahren ging ja nicht so gut, ja. Weil da habe ich auch andere Sachen zu tun gehabt. Und da ist der Vergleich. Ich wohne mit einer Geschützstraße, also mit einer da in alten Wohnung. Sondern ich wohne jetzt da einmal wohnen, ja. Aber die Adresse will ich euch nicht sagen, weil die ja im Gartenschutz, wenn ihr dann kommen könnt und dann jeweils Foto machen wollt oder auch Kram von mir wollt, ja. Also Ferntreffen plane ich mal. Über 3 Jahre. Ja, ich mal Zeit für die Wahrheit, ja. Über die große, große Wahrheit. Viele wollen wissen von mir, auch, beziehungsweise auch sehen, wie es ohne Cap aussieht. Weil im verschiedenen Videos habe ich immer Cap auf. Ja? Aber. Ja, das ist ein sehr großes Thema. Ja? Weil, warum ich viele sagen, also viele fragen sich, sobald meine Familie, meine Gewandte, ja, und viele mehr fragen sich, warum ich die Cap auf habe. Ja, das gibt auch einen Grund, ja. Aber gemeint ein Interview, weil vom Interview zu lang. In der wegen mache ich ein anderes Video, weil ich euch genau erkläre und das auch einen Grund gibt. Ja, das finde ich einfach auch, ja. Weil ich finde einfach schöner, wenn ich mit Cap arbeite, also beziehungsweise mit Cap biografiere, ja. Weil ich finde einfach Cap, also mit Cap sieht gemein cooler aus, ja. Weil ich finde einfach Capping einfach sehr modern, ja. Ich würde euch auch empfehlen, ja. Weil Cap finde ich einfach cooler, ja. Weil ich habe nicht nur die, sondern ich habe auch andere, ich habe mehrere Caps.
ja, weil ich finde einfach schöner, wenn man Cap aufhört, ja. Aber der eigentliche, was ich dann nicht so schön finde, wenn man die Cap einfach umdreht und einfach andersrum anzieht. Das sieht nicht so schön aus, weil der kann dann hier dem Kragen oder dem Bügel oder der Garten verbiegen. Deswegen trage ich immer die Cap so rum und es sieht einfach schöner aus. Ich nehme immer mit Cap arbeite, weil mit Cap finde ich einfach an, die nehme immer als ohne Cap, ja. Deswegen finde ich einfach schlimmer mit Cap, ja. Aber kann man machen, aber nicht, ja. Genau. Weil jeder seine eigene Meinung, ja. Weil. Ja, jeder seine eigene Meinung, ne? Weil jeder gab es selbst entscheiden, ob man mit Cap raten will. Oder nicht, ja, weil in Deutschland hat jeder entscheiden, wie der aussieht, ja, weil es auch voll egal, ob jeder behindert ist oder nicht, weil jeder Mann sieht cool aus, ja, und jeder gab dem Mann einen Gefallen, ja, und jeder kann auch diese Bar werben, ja, ob der scheiße aussieht oder ob der behindert ist oder ob der Cap am hat oder mit. Voll egal, spielt auch keine Rolle. Reicht auch vollkommen aus, wenn du auch früher anfängst, ja. Also kein Zombie überhaupt werben. Aber reicht auch vollkommen aus, wenn du auch jetzt anfängst und dann erst gemein anfangen machst, ja. Weil jeder darf sich selbst entscheiden, ja. Weil ich habe mit dir damit zu tun, dass ich Rassismus bin oder nicht. Ja, ist voll egal, ja. Weil Menschen ich liebe, ja. Ich genauso mit Hunger, ja. Jeder macht sein Ding. Ja. Deswegen habe ich auch mein Raum dann viel diese machen. Also mein roter Raum ist deswegen auf meinem Kanal, was ich jetzt habe, ist die halbe Jom abonnieren lassen, ja. Ich will aufhören, wenn ich 50 Abonnenten habe, ja, dann würde ich auch aufhören, ja. Mir reicht auch vollkommen aus, wenn ich 100 Abonnenten habe, ja. Ist auch voll egal, ja. Wie ich sage, jeder soll sich selbst entscheiden, ob er ein Cap will oder nicht, oder ob er im Internet ist oder nicht, oder fotografiert werden will oder nicht, spielt Hauptsache keine Rolle, ja. Ich finde vollkommen okay, weil ich bin froh, weil ich in Deutschland bin, ja. Weil da kann ich jeder seine allgemeine Meinung sagen und wie das kann ich selbst entscheiden. Bitte, ist eigentlich Geschmackssache halt, ja. Weil mit ihr mega mögen, ne? Weil jeder hat seinen allgemeinen Geschmack. Ist auch voll okay, wenn man Hörregel fragt, ja, oder kaufen tut, ja, ist voll egal, jeder kann Musiker werben oder Mod werben, ja, ob man Hörregel hat, ist auch voll egal, ja, weil jeder darf sich selbst entscheiden, aber mir ist voll egal, weil ich finde YouTube. Ich mein Ding, und da will ich als Grüßchen, egal was die anderen sagen, ob meine Familie, oder Freunde, Verwandte, oder was auch immer, ja. Ich gebe euch einen Tipp, ja. Wenn ihr Leben lang YouTube macht, wenn ihr seid mal einmal im Jahr YouTube macht, ihr seid einmal im Jahr, ja. Und eure Familie sagt, nein, die Job um mich, soll meinen Job suchen, soll ich sagen mal, Bäcker werben, ja, dann hör genau mit ihm, mach beim Ding, ja, weil jeder soll sich entscheiden, ja, mach immer weiter, egal was die anderen sagen, sieht da gut, ja, und hör bloß mit auf, ja, und dafür kann ich ein paar Tricks, zum Beispiel Ärzten, mich aufgeben, am Bild glauben, und dann weitermachen, um ein ganz cooler
Kitten suchen, zum Beispiel hier, ja, oder kriegen mir einmal Mühe beim Samtam, also Samtum, und mir einmal Mühe beim Flottern zusammenarbeiten. Das würde ich euch empfehlen, ja, und da könnt ihr bekannt werden und mal viel Geld verdienen. Das würde ich euch sehr empfangen. Was ich euch auch vorschlagen würde, ist erstmal mal arbeiten geben. Wenn ich euch das Spaß macht, würde ich euch empfehlen, mit YouTube anfangen, erstmal mit Handy filmen, ja, erstmal reinsteigen, ob ich es auch gemacht habe, immer eher mit Handy, ja. Und da würde ich euch immer reinsteigen, weil so mehr ihr reinsteigt, so bekannter wird ihr, ja. So mehr ihr Abonnenten ihr habt, so mehr könnt ihr machen, ja. So steigt dann mein Gehalt, ja. Aber Fakt ist, egal wie man verdient, ja. Wenn mir Babi 100.000 Euro auf Konto hat, ist voll egal, ob du einen Mami-Shop hast, mit Auto, kurz die Straße, und Arbeit fährst. Oder halt YouTube mal ihr zu Hause mit einem PC, mit einem Pad-Deck, mit einem Handy YouTube mal. Ist voll egal, du verdienst gleich, ja. Ob du mal arbeiten gehst oder nicht, beziehungsweise im Internet arbeiten, spielt keine Rolle. Mega kann Geld machen und Geld kaufen und Geld anziehen, was er will, ja. Aber halt mir eben halt das mal immer haben, ja. Geld war auch mein größter Traum, Geld anziehen, ja. Weil ich hab mal immer auch. Und das Bier, was ich jetzt habe, ja, immer jetzt heute, jetzt rede, ja, finde ich einfach schlimmer als früher, weil ich euch eben gezeigt habe. Finde ich einfach, dass ihr auf diesem Kanal finde ich einfach schlimmer. So soll auch bleiben, ja. Weil geil, ich habe immer mit Dümmer auch besser mit auf oben, ja. Und deswegen habe ich auch entschlossen, ein Handy für 800 Euro zu kaufen, weil da könnt ihr mich besser halt nehmen, ja. Um jetzt finde ich einen Unterschied, weil ich den auch sehr unterschiedlich finde, dass hier mehr Platz ist als in alten Wohnungen, weil da ist der Unterschied, da ich, der, wie ich sage, Dümme mehr im Kack habe, als ich im Rhythmus habe. Und in alten Wohnungen ist gar kein Problem, da ich gerne den Amt gefangen habe mit YouTube, da die Dümme und glücklich war und da mit Ug im Mikrofon war. Ja, und da habe ich dann entschlossen, diesen Teller zu löschen, ja, und dann diesen TV auf dem auch löschen, und dann habe ich diesen Teller neu recherchiert, damit mal, ja. Und deshalb habe ich kein Problem, da ist halt eben mal, wenn ich dann richtig viel Geld habe, dann würde ich so eine Kamera kaufen, da ich dann schneiden kann. Aber das große Problem ist, dass man das bezahlen muss, ja. Weil muss man einfach bezahlen, wenn man ein Video schneiden tut oder arbeiten tut. Und deshalb ist mein großer Wunsch, mal weiter mit YouTube machen. Wenn von einem Chat raten, weil angefangen hat er immer mit billigen Caps, ja. Oh ja, das war mein Ding, ja. Das war so, früher, 2018, das war vor 3 Jahren, ja, da habe ich dann mit einem dümmlichen Cap angefangen. Erstmal habe ich dann mit 1 Euro angefangen, dann mit 2 Euro, dann mit 3 Euro, dann 4 Euro, ja, dann ging immer so weiter. Dann mit 25 Euro, dann 30 Euro, dann 40 Euro, ja. Ding immer so weiter und weiter. Aber dann ist ein Problem, da ich dümm in den Cap mit mir so feier, weil da
Ich gestoppt dann die ganze Rauke, die Gefahren raus. Und da habe ich mit mir so überschlagen Rhythmus. Und da fühlt er mich so an. Deswegen ist halt mal gegen teure Tabs haben. Aber ist auch voll egal, was kostet, weil jeder sieht, da haben wir eine Gefälle. Und ist auch egal, was kostet. Ne? Teuer oder günstig oder arm, reich, ist voll egal. Sam hat geantwortet mit einem günstigen Tabragen für 1 Euro, dann für 4 Euro, 3 Euro, ja, 5 Euro, 6 Euro. Er ging immer so weiter. Er hat mir entschieden, oh, ich glaube, ich kann mir eben einen teuren Cap so kommen. Ja, und dann 4 Euro, dann immer so weiter, 9 Euro, 8 Euro, und dann 10 Euro, und dann 11 Euro, und dann ging immer so weiter. Weil so weiter ich steige und so länger ich spare, so teurer begann meine Sammlung. Ja? Genau, Leute. Ja, genauso hört, so länger ich spare, so länger ich meine Sammlung, ja, und Sammlung tue, so teurer ist mein Zimmer, ja. Sobald ich so teure Sachen kaufe, so reicher wird man, ja. Aber was man auch sagen kann, so teurer Sachen sind, so mehr wäre ich dann beim Körper, ja, weil beim Arm, ja, egal, beim Körper ist genauso so wie Werk wie beim Tollmond-Sachen, ja. Das habe ich halt so gelernt, ja, damals ich dann gelernt habe, wie man deuten kann, ja, und so Werke beim Körper ist, so geister wird du, ja. Das heißt, wie reicher du bist, so geistig bist du für ein Haus kaufen, ein Porsche kaufen, ja. Beziehungsweise, wenn du so geistig bist, so kürzer ist mein Leben, ja. So, und das ist auch das Problem, das ich da gelernt habe. Ist auch voll egal, möchte ich nämlich Falsches sagen, weil so dünn ist halt das Problem. Dann bin ich auch so gekommen, dieses Tempo zu raten, weil ich habe mich mal gießen, ich habe auch andere, ja. Da werde ich auch ein Interview machen, aber das Ganze mache ich morgen, weil ich ja schon spät, deswegen habe ich keinen Bock jetzt 4 Stunden Überstunden machen, ja, das Part ist einfach mies, ja. Ja, ich würde auch sagen, ja, das Part ist mies. Wenn ihr reif und nass jetzt am Kamera sitzt und einfach die ganze Cap zeige, ja, deshalb habe ich entschlossen, heute abzugeben und dann heute Abend diese Bio dann im Online bringen, also hochgeladen. Ich werde jetzt so gleich, wenn ihr Bio eingehabt, würde ich dann nur ein Vlog kriegen, aber ich lasse euch überraschen. Weil diese Bio, was ich mache, geht sehr lange und da wünsche ich euch aufs Meer erzählen. Deshalb mache ich das ganze Morgen, aber ich werde nur einen Teil reden, warum viele Cap ich trage, oder beziehungsweise warum ich immer Cap trage, mein anderes Video, ja, da werde ich das ganze aufklären. Ja. Ich sage, deswegen bin ich einfach schöner und angenehmer, wenn ich ein Cap aufhabe. Aber mir ist voll egal, welche Farbe, ja. Aber so pink lila mag ich nicht. Aber. Ja, einfach pink lila mag ich nicht so meine Baustelle. Weil pink lila oder was gibt es Farben? Rosa. Ja, das pink ist einfach meiner Meinung nach. Pink ist einfach eine Traumfarbe, ja, weil da ist mich für Männer. Ich will Sonnen holen, aber da eingebaut mit meinem Cap einfach pink ist und einfach rausgeht.
Die Pinge mit Cap würde ich dann gebracht tragen, würde ich dann mal hier in der Wohnung tragen. Ja, um einfach mitarbeiten, würde ich einfach gebracht tragen. So, und der Thema ist auch keine Pinge mit Sachen. Egal ob T-Shirt oder Hose oder Socke, mag ich mit Pink oder Lila oder Rosa. Weil die Feuer ist einfach nicht so, weil ich nicht so mein Ding. Deshalb ist halt bei mir halt Pink nicht so mein Ding. Ja? Nee, aber voll egal, weil, egal welche Form, welche Farbe und welche Herkleider, aber eigentlich war ich mit Marvin bei Mami oder so, I mean Caps, ja, aber. Ja, das mag ich nicht so gern, Leute. Weil Umami ist auch so Cap-Hersteller. Die machen auch so Amin Cap, Soldaten, Krieg Caps. Ja. Die mag ich nicht so gerne, weil die rückt ganz hier schön ein. Und da kann ich meinen Kopf ein bisschen mich bewegen. Und da sehe ich mich so gerne und da sieht es halt unordentlich aus. Ja. Ich finde einfach schöner, wenn ich Sport in den Cap anziehe. Weil ich Schmerzback oder halt. Die anderen Modelle hier, weil so Army Caps ist mir so mein Ding, ist mir so mein Deal. Ja, und deswegen habe ich mir entschlossen, diese Cap zu tragen. Die dann heute Tage tragen, der ist nicht so meine Baustelle. Aber mein Papa, die tragt die Cap, die Army Caps. Ja, ich sage ihm immer, er soll es einem meine Cap kaufen, zum Beispiel, es soll ich so eine BW Cap kaufen, ja? Wo ist halt das Problem, ja? Aber gerne mal ein extra Video, weil ich euch die Caps zeige, ja? Ich möchte mir Falsches sagen. Und deshalb würde ich euch das Video mal morgen nehmen, ja? Und da würde ich euch die Cap zeigen, was die Cap mich so feiert. Ja? Wie bei mir so sportliche Caps, so Nike, Adidas, Gucci, Louis, ja, was gibt's noch? Adidas, Puma, Jess mag ich auch sehr gerne, und Irene mag ich auch gerne. Was ich auch sehr, sehr mag, ist die Wacker Caps, ja? Weil ich kann euch mal ein Beispiel geben, ja? Mag ich auch sehr gerne. Wenn ich hier Löcher sind, ja, die mag ich sogar gern, weil da kann die Lippen, also mein Kopf lüften und dann auch eben halt kann die Kopf dann abkühlen, wenn es Sommer ist und sehr warm ist, mag ich gerne diesen Caps, wenn da hier Löcher sind. Ja, für mich ist es gar nicht peinlich, aber ich habe das mal für Video gemacht, ja. Das heißt, ich habe mir gesagt, dass ich Rassismus bin oder dass ich, ja, das und das bin. Aber ich finde einfach, sieht nicht peinlich aus, weil ich habe das mal für Video gesagt, ja. Ich habe das sozusagen mal gestellt, sozusagen, Schauspielerei, ja. Aber die Dummgame, die ich gar nicht peinlich, ja. Weil jeder soll sich einem sagen, und deshalb ist Cap keine Blitzlage. Und Abschluss, Bio, ja, schreibt mal eure Meinung mal in die Kommentare, und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, ob ihr mit Cap findet.
wichtiger, ob ich oben kämpfe, also wenn ihr schlimmer, wenn ich nicht kämpfe, also ich so aussehe, oder wenn ihr schlimmer, wenn ich so aussehe. Ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich mit Cap schlimmer aussehe oder wenn ihr sagt, ich sehe ohne Cap schlimmer aus. Ja? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ihr würdet sehr interessieren, würdet alle gut lesen, ob ich dann mit Cap sehe oder ohne Cap. Ja? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Schreibt mal eure Meinung mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, das war die Videofolge. Wenn euch die Video gefallen hat, gebt ein Like da. Wir sagen mal, wenn man in diesem Video, damit mal, selbst kaum Like schaffen. In diesem Video, selbst kaum Like. Dann kommt ein weiterer Teil. Lasst ein Abo da, Glocke abonnieren. Dann kommt die Grammatikum, wenn man dann hochladen hat, kommt gar kein Geld. Wollen wir in der Ram, weil ihr den Video schreibt und ihr wisst Bescheid. Geht in den Video, schreibt mal im Kiko-Kanal zum Ausgang abchecken und da würde ich sagen, die Dinge war mit dem Bio. Euer Biber. Peace. Ja, das war's zum, jetzt kommen wir zum Abschluss-Bio. Also Abschlussgespräch. Ja, ihr habt ein paar Themen gesehen, wie ihr besser fing gegen heute und gegen früher. Einfach, wie ich sage, fing einfach heute fing ich schlimmer als früher, weil heute habe ich besser kein Längen wie früher. Ja. Und wie ich sage, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ich mit Cap aussehe. Oder ohne Cap aussehen. Könnt mich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja. Einfach, ich finde das Video schlimmer, ja. Das Ganze werde ich auf YouTube hochladen, um auch eben halt mal schreiben, arbeiten. Und, okay, Leute. Beendet mir das ganze Video, Leute. Leute, das war vor dem Video für heute. Wenn ihr euch das Video gefallen habt, gebt ein Like da, wir sammeln mal bei 130.000 Likes schaffen in jedem Video, 200.000 Likes, da kommt ein zweiter Teil. Und wenn man mehr so solche Videos und Themen machen soll, dann schreibt mal eure Wünsche mal in die Kommentare, vor allem auf Instagram, bei den Videobeschreibung, ihr seid, regelt den Videobeschreibung mal Kiko-Kanal. Wir können auch abchecken, lassen aber da, Glocke abonnieren, da kommt ihr dann bei mir um. Wenn man neu hochladen habt, kriegt gar kein Geld. Und dann würde ich sagen, euer Biber, Pete.